Liebe Eisbietle-Fans, das Team HJK Speedway-Video begrüßt Sie zum ersten Mal in der Saison 1989. Und es geht gleich mit einem Kracher los im Kunsteisstadion zu Berlin, genauer gesagt im Kunstoval Wilmersdorf. Treffen hier 16 Superfahrer aufeinander zum Vorlauf zur Eisbietle-Weltmeisterschaft 1989. So Superfahrer wie Jarmo Hirvasoja, der ja schon 1985 Vize-Weltmeister in Assen war. Oder dieser Superfahrer Reis Mustafin, erinnern wir uns 1987 in Berlin, als er seine Show machte, aber leider Gottes stürzte und nur auf einen vierten Platz abschloss. Oder dann Leonard Oswald, John Fredriksson, wir stellen sie ihm natürlich gleich. Hier John, hier Stefan Svensson, wir stellen sie ihm natürlich gleich alle persönlich im Bild vor. Dieses ist auch schon am Sonntag aufgenommen worden, denn am Samstagabend war es im Fahrerlager so voll, dass wir es vorgezogen haben, nur sonntags einmal kurz reinzugehen. Natürlich wollen wir die Fahrer nicht allzu sehr stören. Hier mit der Nummer 11, Michael Neumeier, sehen wir durchs Bild gehen. Dann Ola Westlund, der, oder hier Franzl Schiefer. Wir sind gespannt, wie seine Kämpfe wieder sind mit Jarmo Hirvasoja letztes Jahr, wenn Sie das Video von Berlin gesehen haben. Da hat er sich einen Wahnsinnskampf geleistet mit diesem Fahrer, mit Jarmo Hirvasoja. Schräglagenkönig wird er genannt und er ist es auch. Er ist wirklich ein super Fahrer, muss man sagen. Er hat unwahrscheinlich viele Fans und gleichzeitig soll natürlich hierdurch auch der kleinste Eisbietle-Fanclub der Welt gegrüßt werden. Die Frau Blümel mit ihren Superfans. Und hier mit der Startnummer 13, da ist er schon, Reis Mustafin. Der Mann, der ebenso gut wie Jarmo Hirvasoja zeigt, was er kann. Die beiden Tschechen, rechts Gladowski und links dann der Petrasek. Dann Franz Schiefer mit der Startnummer 1 aus Österreich. Mit der Startnummer, nein, nicht die Nummernfolge, dann ist das Hannu Laronma aus Finnland, der sich unsere Kamera stellte. Jarmo Hirvasoja, ebenfalls aus Finnland. Diese beiden waren für das finnische Land direkt hier im Eisstadion anwesend. Robert Munnekamp aus den Niederlanden, bekannt auch von der Speedwaybahn und von der Grasbahn. Dann Ola Westlund, der Sohn vom großen Kurt Westlund. John Fredriksson. Stefan Svensson. Die Tschechen mit Antonín Kladovský, ein alter Haudegen, und neben ihnen dann stand Jiří Petrasek mit der Startnummer 6, der Mann mit dem goldenen Gebiss, Sergej Kasakov. Erinnern wir uns, 83 in Berlin wurde er zum ersten Mal Weltmeister mit seiner sensationellen Fahrt. Der Steilbeinfahrt, könnte man sagen, als er fast durchs Innenfeld zog. Reis Mustafin, genau das Gegenstück dazu, der ja wahnsinnig gut hier in Berlin zurechtkommt, sehr, sehr weit außen fahren kann, immer fantastische Geschwindigkeiten mitnimmt. Mit der Startnummer 14, Wladimir Perzev, ein unbekannter Fahrer aus der UdSSR. Engelbert Wippermann führte dann die deutschen Fahrer ins Stadion. Und hier sehen wir Leonard Oswald, der ja schon einmal den Sport aufgegeben hatte, aber es hat ihn in den Fingern gejuckt und seit 3 Jahren ist er wieder mit dabei. Ulrich Werle, auch noch Neuling, obwohl er schon im 2. Jahr mit auf der Bahn ist. Michael Neumeier, der schon in Heerenveen mit dabei war beim Team. Und natürlich der Weltmeister von 1983, Maxe Niedermeier. Und dann daneben Werner Weinhardt, Deutschland, Reservefahrer Nummer 1, beziehungsweise mit der Startnummer 17. Und Franz Meyerbüchler mit der Startnummer 18, Reservefahrer 2, am heutigen Tag. Ja, die Kamera schwenkt noch einmal alles ab und wir kommen somit dann zum allerersten Lauf des Tages. Und gleich dieser wird natürlich sehr spannend sein. Lassen wir uns überraschen, wer ihn gewinnt. Tja, Jarmo Hirvasoja, dann Ola Westlund mit der Startnummer 3, John Fredriksson und mit der Startnummer 4 in Gelb, Leonard Oswald. Also wie gesagt, wirklich ein super Fahrerfeld. Jarmo Hirvasoja, der natürlich
alles drauf und dran setzen wird. Ins Weltfinale, nach Medio, Alma Ata zu kommen. Start ist erfolgt, wer kommt am besten weg? Da ist es mit der Startnummer 3 erstmal John Fredriksson. Und Jarmo, hier war Säuer, er zieht jetzt mit Rot auf den ersten Platz. Nein, auf den zweiten Platz. Im Front immer noch mit Gelb Ola Westlund. Sehe ich das richtig mit der Startnummer 3, John Fredriksson? Ah, und da kommt er weit weg und drückt John Fredriksson voll in die Bahn rein. Da wird er noch getroffen. Bleibt erstmal auf der Bahn liegen. Es sieht erst furchtbar aus, aber Sie sehen es, er kann schon wieder, hält sich zwar das Knie, aber die Zeitlupe, obwohl sie nicht gerade berauscht ist, müssen wir gleich dabei sagen, wir haben auch die Zeitlupen dann weggelassen. Der Regler passte nicht ganz überein, deswegen diese schlechte Qualität. Sehen Sie es ganz genau, Jarmo Hirvasäuer mit vor- und steigendem Vorderrad schiebt erstmal John Fredriksson an die Seite und drückt ihn in die Bande. Und dann kommt Leonhard Oswald mit Gelb und packt ihn noch einmal am Knie. Aber wir können es vorwegnehmen, denn John Fredriksson ist nicht allzu viel passiert. Einen Lauf hat er ausgesetzt. Tja, und den Rehran gewann dann Leonhard Oswald, weil Jarmo Hirvasäuer disqualifiziert wurde. Wir sind dann schon beim Lauf Nummer 2. In Rot Ulrich Werle, in Blau Antonin Kladowski, in Weiß Sergei Kasakov und in Gelb Rob Munnekamp. In Führung geht erstmal mit der Startnummer 7 Antonin Kladowski. Auf den zweiten Platz jetzt mit Weiß noch Sergei Kasakov und auf den dritten Platz Uli Werle. Letzter Rob Munnekamp, aber schon abgeschlagen. Antonin Kladowski. So ein Vorsprung vor Sergei Kasakov, obwohl Sergei Kasakov und Antonin Kladowski natürlich schon doch etwas ältere Fahrer sind. Und ich glaube, der Antonin Kladowski, der hat es am besten umgesetzt, kommt am besten klar mit der Bahn. Obwohl im Fernsehen hatte ja anschließend Kasakov gesagt, er käme nicht allzu gut mit der Bahn klar. Sie wäre ziemlich eng in den Kurven. 1 bis 1,5 Meter schmaler als in Russland, wo ja auf Natureisbahn gefahren wird. Das Weltfinale aber selbst in Medeo, Alma Ata, wird natürlich auf einer Kunsteisbahn ausgefahren. Wahrscheinlich kennen Sie es alle durch verschiedene Eisschnelllauf-Wettbewerbe, die dort schon ausgeführt worden sind, was ja eine Hochgebirgsbahn ist. Wir kommen aber zum Zieleinlauf. 3 Punkte für Antonin Kladowski, 2 Punkte für Sergei Kasakov. Hier sehen Sie es eingeblendet, Antonin Kladowski. 1 Punkt dann für Ulrich Werle und ohne Punkte Rob Munnekamp. Tja, ein verheißungsvoller Auftakt für Antonin Kladowski. Im Heat Nummer 3 mit Rot Stefan Svensson, mit Blau Michael Neumeier, mit Weiß Franz Schiefer und mit Gelb Maxe Niedermeier. Ja, der Startmarschall zieht noch einmal Michael Neumann etwas zurück, genauso wie Stefan Svensson, der zu weit am Band steht, mit den Nägeln schon fast am Band, und das gewährleistet natürlich keinen optimalen Start. Er kommt aber am besten weg mit der Startnummer 10. Stefan Svensson geht in Front auf den zweiten Platz mit Gelb. Michael Neumeier auf den dritten Platz. Mit Gelb ist es Maxe Niedermeier, nicht Michael Neumeier. Auf den dritten Platz müsste dann sein, schauen wir uns das einmal ganz genau an, Stefan Svensson, Max Niedermeier, aber wir haben es leider nicht gesehen, Michael Neumeier ist zu Sturz gekommen. Und das bedeutet natürlich erst einmal Abbruch des Laufes und gleichzeitige Disqualifikation. Reran, wie gesagt, Stefan Svensson rot, Franz Schiefer weiß, Max Niedermeier gelb, ganz außen starten. Tja, der Max lag sicher auf einen zweiten Platz. Wie sieht es jetzt aus? Geht erstmal auf die zweite Position. Aber Franz Schiefer, er bleibt ganz knallhart dran. Zieht jetzt auf den zweiten Platz vor. Stefan Svensson noch weiter in den Front. Franz Schiefer zweiter und dritter Platz dadurch nur noch für Maxe Niedermeier. Tja, der Max, der ja in den letzten 2 Jahren so enttäuscht war von der OMK. Die Highspeed-Fahrer sind sowieso sehr enttäuscht von der OMK, da sie keinerlei große Unterstützung kriegen. Es ist natürlich ein riesiger finanzieller Aufwand und hat man wirklich keinen Sponsor, dann kann man sich diesen Sport nur erlauben, wenn man wirklich ein paar müde Merker in den Taschen hat.
Der Franz Schieber hat uns gesagt, hätte er keinen Sponsor, würde er nicht von Walter Wartbichler noch mit unterstützt. Wäre für ihn wahrscheinlich schon vor 2 Jahren Schluss gewesen. Jetzt hat er Bavoline gefunden, hat mit diesem einen guten Sponsorenvertrag ausgehandelt. Und somit ist er natürlich noch weiterhin dabei. Und das freut uns natürlich ungemein, denn Franz Schiefer, einer der wirklich sympathischen Fahrer, ein unwahrscheinlicher Kämpfer, belegt hier zwar nur den 2. Platz hinter Stefan Svensson, aber es sind 2 wichtige Punkte zum Weg nach Deventer. Denn die ersten 8 Fahrer aus diesem Vorlauf qualifizieren sich für das Halbfinale in Deventer, was ja eine Woche später ausgetragen wird. Auch hiervon haben wir ein Video, werden wir ein Video machen. Wir kommen aber erstmal zum Lauf 4. Jiří Petrasek, Vladimír Pertsev mit Weiß Hannu Laronma und mit Gelb Reis Mustafi. Tja, Hannu Laronma, er hatte vorher schon gesagt, er hätte unwahrscheinliche Kupplungsprobleme, käme ganz, ganz schlecht aus den Bändern weg. Aber hier kommt erstmal mit Gelb Reis Mustafi passabel aus den Bändern, geht in Front, bleibt sehr schön innen, versucht natürlich erstmal Wladimír Pertsev weiter nach hinten zu drücken. Der Vorsprung von Mustafi ist groß, 2. Pertsev, 3. Jiří Petrasek und letzter nur Hannu Laronma. Aber wie gesagt, er hatte am kompletten Samstagabend Probleme mit der Kupplung. Er sagte, ich kann sie einstellen, wie sie will, ich komme nicht aus den Startbändern. Wenn ich hinten liege, bringt es nicht mehr viel. Und Sie sehen es hier, er ist wirklich sehr, sehr weit hinten. Und in den anderen Läufen, wir können es ruhig schon einmal vorwegnehmen, ist er nicht besser weggekommen und belegte am Samstagabend wirklich nur letzte Plätze. Tja, Reis Mustafin, letzte Runde, klar in Front vor Wladimír Pertsev, Jiří Petrasek und wie gesagt, letzter dann Hannu Laronma. Klarer Sieg für Reis Mustafin. 3 Punkte. Und nach dem ersten Durchgang Leonard Oswald 3 Punkte, Klatowski 3 Punkte, Svensson 3 Punkte und natürlich jetzt Reis Mustafin ebenfalls 3 Punkte auf dem Konto. Ausgangssituation eigentlich fantastisch. Leonard Oswald, unsere deutsche Hoffnung, hat 3 Punkte gefahren. Im Lauf 5 jetzt rot Reis Mustafin, blau Jarmo Hirvasoja, weiß Ulrich Werle und gelb Franzl Schiefer. Da sind wir natürlich gespannt. Jarmo Hirvasoja, der ja als Sturzverursacher disqualifiziert wurde im Vorlauf, tritt jetzt gegen Reis Mustafin an. Er kommt am besten aus den Bändern. Oh, Jarmo Hirvasoja mit der Startnummer 1 zieht jetzt wunderbar auf Platz 1. Hirvasoja erster, 2. Reis Mustafin, 3. mit Weiß Ulrich Werder, aber Franzl Schiefer kam hier von innen durch. Und versucht jetzt auch Reis Mustafin anzugreifen, aber Reis Mustafin blieb natürlich jetzt wieder ganz außen. Aber die Kamera, sie schwenkt natürlich gleich auch mal auf Jarmo Hirvasoja. Dort sieht man es, wie extrem weit er außen fährt. Schauen Sie sich das an. Fantastisch hier. Super, wie er hier auf dieser Bahn zurechtkam wieder. Es geht in die letzte Runde jetzt rein. Vorsprung hat sich nicht vergrößert, aber der Abstand gegenüber Reis Mustafin bleibt der gleiche. Und es scheint so ein sicherer erster Sieg für Jarmo Hirvasoja zu werden. Ja, so ist es auch. Fantastisch, Jarmo Hirvasoja, sein erster Sieg am heutigen Tag. Somit schreibt er insgesamt auch 3 Punkte. 2 Punkte schreibt Reis Mustafin. Er hat insgesamt nun 5 Punkte. 1 Punkt Franz Schiefer. Er hat insgesamt 3 Punkte. Uli Werle, 0 Punkte in diesem Lauf. Er hat 1 Punkt auf seinem Konto. Lauf Nummer 6. Wladimír Pertsev in Rot. Damit Blau Stefan Svensson, 3 Punkte. Mit Weiß Ola Westlund, 2 Punkte. Und mit Gelb Sergej Kasakov, 2 Punkte. Wladimír Pertsev ebenfalls 2 Punkte. Stefan Svensson fantastisch aus den Bändern gekommen hier. Liegt in Front. Ganz klar mit Vorsprung. Auf den 2. Platz müsste mit
gelb sein. Jawohl, Sergei Kasakov. Auf den dritten Platz. Schauen wir mal, wer es ist. Mit Weiß ist es Ola Westlund und mit Rot auf den letzten Platz nur Wladimir Perzet. Jawohl, fantastisch. Zieldurchfahrt. Eine Runde ist noch zu fahren. Oh ne, Wladimir Perzet will man noch auf den dritten Platz. Ola Westlund greift jetzt aber an, fällt aber wieder etwas zurück. Was macht er? Versucht er es nochmal in der letzten Kurve anzugreifen. Und da schafft er es noch. Verflucht, hätte ich bald gesagt. Sagenhaft, wie er noch auf den dritten Platz vorgefahren ist. 3 Punkte Stefan Svensson. Sieger dieses Laufes. 6 Punkte insgesamt. 2 Punkte Sergei Kasakov. 4 Punkte insgesamt. 1 Punkt Ola Westlund. 3 Punkte jetzt für ihn. 0 Punkte Wladimir Perzev. Er bleibt bei 2 Punkten. Und im Lauf Nummer 7 geht es weiter mit Michael Neumeier, der 0 Punkte hat. Jiří Petrasek 1 Punkt, Antonín Klatovský 3 Punkte. Und für John Fredriksson ist hier Werner Weinhardt am Start, da John im Moment nicht starten konnte, noch Beschwerden mit dem Knie hatte. In Front geht mit der Nummer 7 aber wieder Antonín Klatovský. Und auf den 2. Platz. Oh, was ist das mit Gelb ist da auf den 2. Platz vorgefahren. Ist es Werner Weinhardt gewesen? Ah, mit Gelb fällt da Werner Weinhardt aus. Oh, das ist natürlich Pech für ihn. Da kommt er so gut dran vorbei. Mit Rot geht es Michael Neumeier auf den 2. Platz. Jiří Petrasek jetzt 3. und wie gesagt Ausfall Werner Weinhardt. Michael Neumeier hier, Platz 2 hinter Antonín Klatovský, der diesen Sieg locker sicher nach Hause fährt. 6 Punkte schreibt Antonín Klatovský jetzt insgesamt. Die ersten 2 Punkte für Michael Neumeier, bei Jiří Petrasek bleiben es 3 Punkte und Werner Weinhardt hat wie gesagt 0 Punkte, da er zum ersten Mal erst am Start war. Lauf Nummer 8 mit Rot Leonhard Oswald 3 Punkte, mit Blau Rob Munnekam 0 Punkte, Max Niedermeier 1 Punkt und Hanno Laronma 0 Punkte. Leonhard Oswald kommt sehr gut weg. Max Niedermeier auf den 2. Platz. Leonhard Oswald 1. Rob Munnekam auf den 3. Platz und Hanno Laronma, wie gesagt, selbst von Rob Munnekam wurde er geschlagen. Er kam nicht aus den Männern weg, hatte wahrscheinlich auch eine verkehrte Übersetzung drauf. Es klappte nicht ganz so, wie es sein sollte. Leonhard Oswald aber in Front und dieser Sieg dürfte ihm wohl nicht mehr zu nehmen sein, auch wenn noch 1,5 Runden zu fahren sind. 3 weitere Punkte kann er dann auf seinem Konto gut schreiben. Das wären dann insgesamt 6 Punkte und es sähe natürlich schon mal super aus, wenn er mit 6 Punkten die ersten 2 Läufe beenden würde. Denn das wäre dann schon fast die halbe Miete. Denn man kann sich ausrechnen, mit circa 15 Punkten kommt man ins nächste Finale. Mit 14 Punkten wird es etwas knapp. Leonhard Oswald hat es noch geschafft. Und Maxi Niedermeier, der musste hier noch einmal ganz tüchtig aufpassen, dass der Rob Munnekam nicht noch an ihm vorbeizog. 3 Punkte Leonhard Oswald, 6 jetzt insgesamt. 2 Punkte Max Niedermeier, 3 Stück. 1 Punkt Rob Munnekam, sein 1. Und ohne Punkt bleibt Hanno Laronma mit 0 Punkten. Tja, da machen wir mal eine kleine Gesamtübersicht. Leonhard Oswald, Antonín Klatovský,
Stefan Svensson mit 6 Punkten in Front. Dicht dahinter Reis Mustafin und Sergej Kasakov mit 5 bzw. 4 Punkten. Ola Westlund, Franzl Schiefer, Max Niedermeier je 3 Punkte. Jamo Jewasojadro 3 Punkte. 10. Wladimir Perzev 2 Punkte. Michel Neumeier 2 und Schiri Petrasek 2 Punkte. So, und dann geht's weiter mit Lauf Nummer 9. Entschuldigung, mit Lauf Nummer 9. In Rot Kasakov, in Blau Laronma, in Weiß Jewasoja und in Gelb Michel Neumeier. Und wie sieht es aus? In Front erstmal mit Blau. Mit Rot Kasakov wird aber angegriffen von Jewasoja. Und schauen Sie mal, wie er außen vorbeizieht. Als wenn er den Sergej hier direkt stehen lässt. Fantastisch hier. Sein Fahrstil wieder natürlich komplett weit außen. Immer dicht an der Bande lang. Immer dicht an den Strohsäcken. Es ist natürlich ziemlich risikoreich, aber er weiß ja, seine Geschwindigkeit abzuschätzen. Und das bewundern wir ja auch so an diesem Fahrer. Denn es ist selten, dass er mal zu Sturz kam. Gut, eben hat er einmal den Sturz von John Fredriksson verursacht. Aber das kann immer passieren. Und wir müssen ja schon dieses Jahr leider bedauern, dass es einen Todessturz gegeben hat. Und zwar den sympathischen Fahrer Vasily Koptaschkin, der ja bei einem der Vorläufe zur russischen Meisterschaft tödlich verunglückt war. Zieleinlauf aber im Lauf 9. 3 Punkte hier war Soja, 6 hat er nun. 2 Punkte Sergej Kasakov, ebenfalls 6 Punkte. 1 Punkt Michel Neumeier, er kommt auf 3. 0 Punkte Hanno Laronma, bei ihm bleiben es natürlich 0 Punkte. Lauf Nummer 10 mit Rot Max Niedermeier, mit Blau Ulrich Werle, mit Weiß Jiří Petrasek, mit Gelb Ola Westlund. Max Niedermeier bleibt sehr schön innen, geht auf den ersten Platz vor mit der Startnummer. Mit Blau ist es dann noch Ulrich Werle auf den zweiten Platz. Dritter dann der Schwede Westlund und letzter Jiří Petrasek. Ah, Ulrich Werle. Da verreißt die Maschine und kommt zu Sturz. Da kam der Jiří Petrasek gerade noch so an ihm vorbei. Bleibt stehen und das war eigentlich jetzt hier eine Schiedsrichterentscheidung, kann ich sagen. Unter ferner liefen. Der Uli Werle, er lag noch auf der Bahn. Er kriegt die Maschine gar nicht so schnell runter. Das Rennen wurde überhaupt nicht abgebrochen. Anderseitig eben, wo Jamo Jewasoja den John Fredriksson runtergeputzt hatte, wurde abgebrochen. Warum in diesem Lauf nicht? Wir kennen es noch von Assen, als einmal die Maschine von einem russischen Fahrer auf der Bahn lag, knallte ja jemand anders rein. Es ist zwar nichts passiert damals, aber wie gefährlich es ist, haben wir dort gesehen. Sieger war aber dadurch jetzt Max Niedermeier, der insgesamt 6 Punkte schreibt. 2. Ola Westlund, er kommt auf 5 Punkte. Und hier sehen wir Uli Werle. Er saß noch in den Strohbahn. Das stellen Sie sich mal vor. Was wäre passiert, wenn eine Maschine reingefallen wäre? Und ich bin ganz ehrlich, ich möchte nicht wissen, was anschließend bei der Besprechung, der Referee-Besprechung gesagt wurde. Wir hatten Engelbert Wippermann gefragt, aber er hat uns gesagt, darüber könnte er uns keine Auskunft geben. Tja, Lauf Nummer 11 dann. Rob Munne kam in Rot. Blau, Franzl Schiefer wird gleich eingeblendet. Hier kommt er ins Bild. Franzl Schiefer, der insgesamt 3 Punkte hat. John Fredriksson jetzt wieder am Start mit Weiß und mit Gelb. Wladimir Perzev, der 2 Punkte hat. John Fredriksson noch bei 0 Punkte. Da bleibt Rob Munnekam am Start stehen. Tja, und dann kam die zweite Entscheidung des Schiedsrichters. Das war genauso unverständlich. Das waren wohl die beiden katastrophalsten Entscheidungen, die ich in dieser kurzen Saison schon gesehen habe. Denn nach der zweiten Runde wurde erst der Lauf abgebrochen, nachdem die Fans ihren Unmut kundgegeben hatten. Tja, alle 4 wieder am Start. Der Schiedsrichter hatte gesagt, er hätte nicht einsehen können, ob das Band passend hochgegangen wäre. Dann würde ich sagen, neue Brille kaufen, dann hätten sie es alle gesehen.
Wir kommen aber zum Lauf 11 zurück mit Blau in Front, Franzl Schiefer, John Fredriksson auf den zweiten Platz, Dritter mit Gelb, dann Wladimir Perzev und Rob Munnekamp auf den letzten Platz. Franz Schiefer, John Fredriksson, hier kommt er von außen. Franz Schiefer, was macht er? Er zieht natürlich nach außen hin, und aber John Fredriksson zieht nach innen. Jetzt muss Franz Schiefer aufpassen, er muss sehen, dass er reinkommt. Denn sonst ist John Fredriksson innen durch. Aber der Franz, er kontert nochmal fantastisch. Bleibt weiterhin auf der Führungsposition. Letzte Runde wird angezeigt. Franz Schiefer, John Fredriksson, Wladimir Perzev. Jetzt muss Franz noch einmal richtig Gas geben. Oh, John Fredriksson, da kommt der von außen jetzt. Franz Schiefer, er zieht. Oh, ein kleiner Fahrfehler. Und das nutzt natürlich gleich John Fredriksson auf. Auf der letzten 100 Meter noch diese sicheren 3 Punkte, hätte ich bald gesagt. Verschenkt durch einen Fahrfehler. Aber 2 Punkte sind auch gut. 3 Punkte aber John Fredriksson, seine ersten 3. 2 Punkte Franz Schiefer. Er hat insgesamt 5 Punkte. Und Sie sehen, John Fredriksson, er legt sich lang aufs Motorrad. Er hat Schmerzen im Knie. Er ist natürlich von der Halterung, von dem Fußständer beim Sturz getroffen worden. Wir kommen aber zum Lauf 12. Rot Mustafin, blau Leonard Oswald, weiß Stefan Svensson, gelb Antonin Kladowski. 3 6-Punkte Fahrer. Wie kommt Leonard Oswald weg? Mit blau liegt er erstmal auf den 2. Platz, Leonard Oswald. Erster mit weiß, Stefan Svensson. Leonard Oswald, 2. wird aber angegriffen von gelb, Antonin Kladowski. Oh, Kladowski ganz in. Da wäre er bald wieder rausgegangen. Aber er konnte diesen Fahrfehler nochmal abfangen. Und Leonard Oswald bleibt sehr schön. Oh, jetzt kommen sie ganz dicht auf. Kladowski, Mustafin auf den letzten Platz fällt er zurück, und da geht jetzt Kladowski. Oh, ganz knallhart wird er da. Und tja, ob das nun gerade fair war, leider haben die Schiedsrichter so entschieden, dass Leonard Oswald nicht mehr in die Wertung kam. Er fuhr auch nicht mehr weiter. Warum nicht, kann man eigentlich auch nicht genau sagen. Er wurde natürlich hart bedrängt und er musste Gas wegnehmen. Somit sieht es jetzt so aus, dass Kladowski auf den 3. Platz liegt, aber er zieht hier ganz innen nochmal vorbei und Reis Mustafin auf den 2. Platz. Tja, hier Leonard Oswald fragend gleich zum Referee: Warum habt ihr das nicht abgebrochen? Ich bin schwer behindert worden. Konzessionsentscheidung Nummer 3 war das am heutigen Tag vom Referee. Sieger aber war Stefan Svensson, der mit 9 Punkten jetzt erstmal in Führung geht. 2. mit ebenfalls 2 Punkten dann auch, in insgesamt 7 Punkten, Reis Mustafin. Und wir kommen zur Übersicht: Stefan Svensson in Führung, aber lesen Sie sich bitte dies einmal selbst durch. Kladowski Platz 2, Reis Mustafin Platz 3. Max Niedermeyer, Leonard Oswald mit 6 Punkten, auch noch ganz weit mit vorne. Tja, es geht dann weiter mit Lauf Nummer 13. In Rot Kladowski, in Weiß Max in Blau Max Niedermeyer, in Weiß Perzev und in Gelb Jamo Hirvasoja. Oh, da wird der Jamo erstmal weit nach außen gedrängt. Muss natürlich jetzt erstmal versuchen, wieder ranzukommen. In Führung liegt da der, schauen wir mal ganz genau drauf. Oh, Hirvasoja hier, zieht er von außen hin. Ist Antonin Kladowski. Hier geht er auf den 2. Platz. Weiß Perzev auf den 3. Platz verdrängt. Auf den letzten Platz Max Niedermeyer. Kladowski wird jetzt angegriffen.
Zweiter immer noch Jamo hier war so ja. Dritter Wladimir Berzev. Da bleibt Jamo jetzt ganz in. Schauen Sie sich das einmal an, wie lästig er da an Klatowski vorbeizieht. Oder wie gekonnt, kann man es auch sagen. Ganz gekonnt ging er innen dran vorbei. Aber jetzt muss er doch noch einmal aufpassen. Aber Klatowski hatte Probleme und somit doch ein im Endeffekt sicherer Sieg von der dritten Position herausgefahren. Von Jamo hier war Soja. 3 Punkte hier war Soja. Er kommt jetzt auf 9 Punkte. 2 Punkte Klatowski, ebenfalls 9. 1 Punkt Berzev. Er hat 4 Punkte. 0 Punkte Maxi Niedermeyer. Bei ihm bleiben es 6 Punkte. Es geht weiter mit Ola Westlund, Hanno Laronma genauer gesagt, und Michael Neumeier auf den gelben Positionen. Rot Westlund, blau Mustafin, weiß Munnekam, gelb Michael Neumeier. Am besten weggekommen ist mit blau Reis Mustafin auf den 2. Platz dann Michael Neumeier, oder wie schaut es aus? Mit Gelb ist es jetzt Michael Neumeier. Auf den 3. Platz Ola Westlund mit Rot. Gelb Michael Neumeier. Er muss natürlich auch aufpassen, dass er nicht weiter zurückfällt. Und wie gesagt, Reis Mustafi mit riesigem Vorsprung. Fantastisch hier, schauen Sie sich das an. Die Kamera, da jetzt sehen Sie es einmal, Michael Neumeier, er muss noch aufpassen. Ola Westlund zieht wieder innen dran vorbei, wie eben, und er freut sich wahnsinnig darüber. Er fährt ja auch noch nicht allzu lange Eisspeedway, der Ola Westlund. Sieger aber Reis Mustafin, der sichere 3 Punkte schreibt. 2. dann Ola Westlund. 3. Michael Neumeier, der eigentlich schon einen sicheren 2. Platz innehatte. Und ohne Punkt Rob Munnekam. Es geht weiter mit Heat 15. Hanno Laronma 0 Punkte. John Fredriksson 3 Punkte. Stefan Svensson 2 Punkte. Das ist schon fast der Zieleinlauf gewesen, sehe ich gerade. Aber trotzdem, Hanno Laronma, wissen wir ja, dass er am heutigen Abend keinen Punkt fährt. In Front natürlich erstmal mit Weiß. Schauen wir uns an, ist es Stefan Svensson. Und da hat er einen Fahrfehler. Und das nutzt natürlich John Fredriksson aus. Geht sofort in Front. John Fredriksson, Stefan Svensson, Uli Werle auf den 3. Platz. Und letzter Hanno Laronma. Letzte Runde. Und da kommt der Uli Werle noch an Hanno Laronma vorbei. Hanno Laronma war erst immer auf der 3. Position. Aber klarer Sieg hier für John Fredriksson, der jetzt insgesamt 6 Punkte. Zweimal bei, einmal Sturz, einmal nicht dabei. 2 Siege hintereinander. Aber die Schmerzen, wir können es ruhig sagen, wurden immer größer. 2. dann Stefan Svensson, der insgesamt 11 Punkte nun hat. 3. Uli Werle, sein 2. Punkt und ohne Punkt. Hanno Laronma, Lauf Nummer 16, Rot Franz Schiefer, Blau Sergej Kasakov, Weiß Leonard Oswald, Gelb Jiří Petrášek. 5 Punkte Schiefer, je 6 Punkte Kasakov und Oswald, 3 Punkte Petrášek. Am besten aus den Startbändern kommt mit der Startnummer 4, ist es Leonard Oswald? Nein, das ist erstmal der Sergej Kasakov. Und auf den 2. Platz Franzl Schiefer mit der 6, mit der 9. Sergej Kasakov ganz außen zur hier seine Runde. Da sah es erst so aus, als wenn es Franz Schiefer in Front ginge, aber er konnte es nicht schaffen.
blieb zwar sehr schön innen, aber der Sergej nahm natürlich wesentlich mehr Speed mit. Schauen Sie mal, hier kommt er zwar immer weiter auf, aber Kasakov in den Kurvenlagen schneller. Und Franz Schieber, er schaut nach unten, hoffentlich hat er nicht Probleme mit dem Motor. Immer noch auf den zweiten Platz, dritter dann Leonard Oswald und letzter Jiří Petrasek. Ah, jetzt kommt der Leonard Oswald noch einmal auf, versucht er noch Franz Schieber anzugreifen. Leonard, der ja eben 0 Punkte fuhr. Aber jetzt Zielanlauf und fast hätte er es noch geschafft. Oh, da werden sie bald noch zusammengerauscht. 3 Punkte für Sergej Kasakov, 9 Punkte, 2 Punkte Franzl Schiefer, 1 Punkt Leonard Oswald, 0 Punkte Jiří Petrasek. Tja, damit sieht es für den Sergej Kasakov jetzt auch schon wieder ein bisschen besser aus. Liegt auf dem 5. Platz. Stefan Svensson aber mit 11 Punkten in Führung. Voraus Mustafi 10. 3 Fahrer mit 9 Punkten. Antonin Klatowski, Jamo Hiwasoya, Sergej Kasakov. 3 weitere Fahrer mit 7 Punkten. Franzl Schiefer, Leonard Oswald und Ola Westlund. Mit 6 Punkten John Fredriksen und Maxe Niedermeyer, Michael Neumeier und Wladimir Perze 4 Punkte, 3 Punkte Jiří Petrasek, 2 Uli Werle, 1 Rob Munnekam und 0 Punkte Hanno Laronma. Wir kommen zu den letzten 4 Heats am Samstagabend in Rot. Jamo Hiwasoya, in Blau Rob Munnekam, in Weiß Jiří Petrasek und in Gelb Stefan Svensson. Nun kommt es drauf an, wer kommt am besten aus den Startbringern. Stefan Svensson oder Hiwasoya. Hiwasoya bleibt sehr schön innen, aber Stefan Svensson, er kontert aber trotzdem, schafft es Hiwasoya noch auf die erste Position zu fahren. Super, wie er da durchgezogen hat. Dann auf den 3. Platz abgeschlagen Rob Munnekam und weit abgeschlagen Jiří Petrasek. Jamo Hiwasoya bleibt natürlich in Führung, wird nicht mehr angegriffen von Stefan Svensson. Rob Munnekam 3., Petrasek letzter. Ja, Stefan Svensson kommt auch nicht mehr ran. Letzte Runde wurde angezeigt. Und Jamo Hiwasoya fährt seinen 3. Sieg nach Hause. Der 3. Sieg in Reihenfolge nach der Disqualifikation im Lauf Nummer 1. 9 Punkte mit insgesamt 12 Punkten. 3 Punkte mit insgesamt 12 Punkten schließt er am heutigen Tag ab. 1 Punkt Rob Munnekam, er hat insgesamt 2 Punkte. 3 Punkte Jiří Petrasek. Er hat insgesamt 0 Punkte Petrasek, er hat insgesamt 3 Punkte. 2 Punkte Stefan Svensson und 13 Punkte insgesamt auf seinem Konto. Heat Nummer 18 in Rot, Franz Schiefer, 7 Punkte in Blau. Hier sehen wir Franz Schiefer in Blau, Ola Westlund ebenfalls 7, Antonin Klatowski 12 Punkte, 0 Punkte Hanno Laronma. Doch könnte durch einen Sieg sehr weit nach vorne kommen. Kommt auch gut aus den Bändern. Franz Schiefer aber erstmal in Front gegangen mit Rot. Franz Schiefer in Front auf den 2. Platz mit Weiß jetzt Klatowski. 3. mit Blau Ola Westlund. Ah, jetzt wird der Franz Schiefer angegriffen. Schauen Sie mal, Klatowski, wie er von außen versucht ranzukommen und schießt auch gleich auf. Oh, das nutzt auch Ola Westlund da. Aber jetzt ist es Klatowski mit Weiß, der außenrand vorbeikommt. Da haben sie Franzl Schiefer richtig ausgetrickst, hätte ich bald gesagt. Da hat er wohl einen Moment nicht aufgepasst, wer von innen, wer von außen kam. Aber man kann nicht überall hinschauen. Und das nutzten Klatowski, der jetzt in Führung liegt, und Ola Westlund natürlich schlagartig aus. Franz Schiefer dadurch auf den 3. Platz zurückgefallen. Letzter weiterhin, oder wie gesagt, Hanno Laronma. Letzte Runde wird angezeigt. Klatowski vor Westlund,
Schiefer und La Ronma. Und Zieleinlauf, Heat Nummer 18, erster Antoni Gladowski, Tschechoslowakei. 3 Punkte hat er, mit 12 Punkten schließt er ab. Zweiter, Ola Westlund, Schweden. 9 Punkte hat er insgesamt. Dritter, Franz Schiefer, 8 Punkte. Und ohne Punkte bleibt natürlich Hanno La Ronma. Lauf Nummer 19, in Rot, John Fredriksson. In Blau, Max Niedermeyer, 1 Punkt, 6 Punkte. In Weiß, Reis Mustafin. Und in Gelb, Sergei Kasakov. Mustafin hat 10 Punkte. Beim Sieg könnte er mit Stefan Svensson gleichziehen. In Führung geht mit Blau Max Niedermeyer. Schauen wir uns das einmal an. Wie sieht es aus? Max Niedermeyer, Dritter, in Front mit Rot geht's John Fredriksson. John Fredriksson vor Sergei Kasakov. Oh, das nutzt Kasakov. Schauen Sie sich das an. Schnell wieder auf den ersten Platz gefahren. Und Fredriksson, er braucht diesen zweiten Platz noch halt. Dann hätte er 8 Punkte und könnte er sich erstmal eine frische Schnaufpause gönnen. Aber achten Sie gleich mal in dieser Kurve dann auch wieder, was der John Fredriksson da fabriziert. Erstmal greift er nochmal Kasakov an, aber Kasakov nimmt die Geschwindigkeit mit, geht wieder auf Platz 1. Und hier hätte John Fredriksson Gas wegnehmen können, aber dann passierte ihm dieses hier. Verrissen die Maschine, knallt in die Bande, somit Sturzverursacher, wird nicht abgebrochen. 3 Punkte dadurch für Reis Mustafin, 2 Punkte Sergei Kasakov, 1 Punkt Max Niedermeyer und 0 Punkt John Fredriksson. Tja, es war natürlich Pech für John Fredriksson. Reis Mustafin gewann diesen Lauf dann, hat insgesamt 13 Punkte, ist punktgleich mit Stefan Svensson. Zum letzten Lauf des Tages. Mit Gelb ist es erstmal Leonard Oswald, der in Führung geht, aber da kommt mit Blau schon der Wladimir Perzev. Leonard Oswald hält dagegen, fällt aber etwas weiter zurück. Total dicht zusammen dieses Feld. Schauen wir einmal, wie sieht es jetzt aus. Oh, Leonard Oswald. Oh, und Sturz hier wiederum vom Michel Neumeier. Tja, das ist natürlich Pech. Er hat alles versucht. Natürlich wieder das Risiko riesengroß gewesen. Und zu Sturz gekommen, Michel Neumeier. Und Leonard Oswald kam dann sehr schlecht aus den Bändern im Rehran. Und Wladimir Perzev, er zieht hier mit Blau an Uli Werle vorbei, der in Rot fuhr. Uli Werle, er kämpft natürlich, aber Perzev, er hat natürlich mehr Erfahrung. Uli Werle noch gar nicht so oft auf dem Eis gewesen. Und Werle versucht es, aber immer wieder bleibt schön dran an den russischen Fahrer. Und Wladimir Perzev, Uli Werle Zweiter und Leonard Oswald nur Dritter. Tja, der Uli Werle, er versucht es jetzt immer wieder, aber Perzev hat jetzt erstmal Vorsprung rausgefahren und den wird er wohl wahrscheinlich auch sicher ins Ziel bringen. Und Uli Werle schließt auf einen zweiten Platz ab. Das heißt, eine Runde ist noch zu fahren. Leonard Oswald, er muss natürlich jetzt auch versuchen, Punkte zu fahren. 8 Punkte. Nach den ersten beiden Outings sah es wesentlich besser für Leonard Oswald aus. 3 Punkte aber für Perzev, 2 Punkte für Uli Werle, 1 Punkt Leonard Oswald und durch Sturz ja 0 Punkte der Michael Neumeier. So, und dann kommen wir zur Gesamtübersicht am Samstag. Platz 1 mit insgesamt 13 Punkten. Stefan Svensson. Der hier von Gustav Pape eine Glocke überreicht bekam. Stefan Svensson, 13 Punkte, Platz 1. Auf den zweiten Platz, ebenfalls 13 Punkte, Reis Mustafin.
Hamilton auf den dritten Platz. Und wir schauen mit insgesamt 12 Punkten. Antonin, nein, das ist Jarmo Hirvasoja. Aber Antonin Gladowski hat ebenfalls 12 Punkte, sodass beide fast gleich sind. Aber Jarmo Hirvasoja, im ersten Lauf hatte ja er diesen Sturz verursacht. Und ich denke, sonst wäre er wohl wahrscheinlich komplett in Führung. Tja, und dann Max Niedermayer auf den 7. Platz. Uli Werle auf den 13. Hannula Ronma immer noch abgeschlagen mit 0 Punkten auf dem allerletzten Platz. Leonard Oswald mit 8 Punkten noch fürs nächste Finale, nicht fürs Finale, für den Lauf in Deventer qualifiziert. Tja, diese Aufnahmen haben wir natürlich schon am Anfang unseres Videos gezeigt, aber wir haben sie noch einmal mit dazwischen geschnitten. Noch einmal Sergej Kasakov hier, der sich natürlich für den Sonntag wesentlich mehr vorgenommen hat. Jarmo Hirvasoja bekommt hier von seinem, ich hätte bald gesagt, Manager Gerd Sievers eine kleine Reklame noch mal hinten drauf geklebt. Franz Schiefer, er macht Stretching. Er weiß, dass er heute noch viel bringen muss. Er war nicht zufrieden mit dem Samstagabend. Zufrieden ist dieser Fahrer, Stefan Svensson. Er weiß natürlich, dass er zurzeit in Führung liegt. Und dass es eigentlich keine schwere Aufgabe mehr für ihn ist. Das Halbfinale in Deventer, das wie gesagt nächste Woche ausgefahren wird, wovon wir auch wieder ein Video haben werden. Denn der Verein hat uns schon die Genehmigung gegeben, dass wir Aufnahmen machen dürfen. Tja, wir kommen natürlich dann jetzt erstmal langsam zurück auf Lauf Nummer 21. Dort ankommen an den Start John Fredriksson, Sergej Kasakov, Rob Munekam und Stefan Svensson. Mustafin, Stefan Svensson, Wladimir Perzev, die Russen, Kasakov. Und dann ging es zum nächsten Lauf, zum Lauf Nummer 21. Tja, die vier Fahrer befinden sich dann hier direkt am Start- und Zielband. Der Startmarschall stellt sich. Die Anwendungen werden gleich aufkommen mit Rot John Fredriksson. Blau Sergej Kasakov, mit Weiß Rob Munekam, mit Gelb Stefan Svensson. Svensson und Kasakov ganz dicht beieinander von der Punktetabelle. Kasakov mit der Startnummer 6 erstmal in Führung gegangen mit Rot John Fredriksson auf den 2. Platz. Leider sehen wir es nicht, der auf dem letzten Platz liegende Rob Munekam. Hier sehen wir es leider nicht. Kommt hier zu Sturz, knallt volles Mund in die Bande. Sergej Kasakov hebt hier den Arm. Der Lauf wurde sofort abgebrochen. Rob Munekam ist nichts passiert. Abde Groth kam noch nach uns hin und frug nach, ob wir den Sturz mit aufgenommen hätten. Aber leider, wie gesehen, hatten wir dies nicht. Rehran, wiederum Sergej Kasakov in Front, aber diesmal Stefan Svensson schnell an ihm vorbeigezogen und John Fredriksson nur auf den 3. Platz. John Fredriksson, er muss ja sehen, er muss versuchen, dass er noch Punkte zusammenbekommt. Denn er hat erst 6 Punkte auf seinem Konto. Im Moment bedeutet das Ausscheiden bei diesem Vorlauf. Schade eigentlich für diesen Kämpfer. Aber er hat am gestrigen Tag ja so viel Pech gehabt mit seinem Sturz. Dann wurde er am Knie getroffen von Leo Oswald. In diesem Lauf
liegt er nur an der dritten Position, beziehungsweise bleibt auch nur Dritter, denn Stefan Svensson gewann diesen Lauf ganz klar vor Sergej Kasakov und John Fredriksson. Somit insgesamt 16 Punkte Stefan Svensson, 13 Punkte Sergej Kasakov, 7 Punkte John Fredriksson, Rob Munnekamp bleibt bei 2 Punkten. Heat Nummer 22, Leonard Oswald in Rot, Max Niedermayer in Schwarz, Hanno Laronma in Weiß und Jiří Petrasek, Tschechoslowakei, in Gelb. Max Niedermayer geht erstmal in Führung. Leonard Oswald auf den zweiten Platz mit Weiß, Hanno Laronma auf den dritten Platz. Und er hat uns zwischenzeitlich gesagt, dass er die halbe Nacht an seinem Motorrad rumgedoktert hat. Hat eine komplett neue Kupplung schnellstens eingebaut, eine andere Übersetzung. Und er versuchte heute wirklich alles, noch einmal Punkte zu fahren. Und hier in diesem Lauf werden wir gleich Fantastisches von ihm sehen. Im Moment liegt er noch auf dem dritten Platz, greift jetzt aber Leonard Oswald an. Oh, da wird Leonard Oswald sehr weit abgedrängt. Muss aufpassen, dass er nicht sogar noch gegen Petrasek einen Punkt abgibt. Und Hanno Laronma auf den zweiten Platz vorgefahren. Max Niedermayer noch auf Platz 1. Und Hanno Laronma bleibt sehr schön, ihn schauen sich das hier an. Zieht nach innen. Und ganz minimal. Es war wirklich Reifenbreite nur. Hat er diesen Lauf gewonnen und da freut er sich. Seine ersten 3 Punkte insgesamt. 2 Punkte Max Niedermayer. Er schreibt 9. 1 Punkt Jiří Petrasek schon. Er hat 4 Punkte und 0 Punkte wiederum für Leonard Oswald. Die 23, Ola Westlund am Start. 9 Punkte hat er. Jarmo Hirvasoja, 12 Punkte. In Blau, in Weiß. Wladimir Perzev und in Gelb, Reis Mustafi. Jarmo Hirvasoja ist mit Blau in Führung gegangen. Roten Platz schauen wir einmal mit der Startnummer 13. Reis Mustafin und Gelb geht er jetzt auf den dritten Platz vor. Mit Rot Ola Westlund jetzt Dritter und Perzev auf den letzten Platz. Ja, in diesem Lauf das Feld sehr weit auseinandergezogen. Jarmo Hirvasoja ganz, ganz klar in Front. Wird wohl diesen Punkt nicht mehr abgeben. Und wiederum klarer Sieg für Jarmo Hirvasoja. 3 weitere Punkte, vielleicht auf dem Weg zum Sieg. Hat jetzt insgesamt 15 Punkte. Zweiter, Reis Mustafin, der jetzt auch ebenfalls 15 Punkte hat. Dritter, Ola Westlund, 10 Punkte und 0 Punkte, da er noch gestürzt war. Wladimir Perzev, Heat 24. Rot, Uli Werle, Blau Platowski, Weiß Neumeier und Gelb, Franz Schieber. Und der Franz, er geht außen auf die erste Position oder zweite Position, auf die zweite Position. Platowski Platz 1, Platz 2 Franz Schiefer. Und Dritter mit Rot, Uli Werle. Auch Franz Schiefer, er muss heute noch Punkte schreiben, damit er sich für das Halbfinale, was wie gesagt nächste Woche in Deventer ausgetragen wird, nächste Woche also, da hätte Franz Schiefer bald einen Sturz. Da hat er Probleme in der Kurve gehabt, konnte die Maschine aber noch halten. Bleibt aber weiterhin auf dem zweiten Platz. Aber klarer Sieg für Antonin Kladowski.
Zweiter Franz Schiefer. Dritter Uli Werle. Und letzter Michael Neumeier. Tja, für Michael Neumeier sind wahrscheinlich wohl schon alle Züge abgefahren. Er schreibt insgesamt 4 Punkte. Uli Werle 5 Punkte. Franz Schiefer nun 10. Und Antonin Kladowski insgesamt 15 Punkte. Und das bedeutet Stefan Svensson mit 16 Punkten in Front, Reis Mustafin, Antonin Kladowski und Jarmo Hirvasoja mit je 15 Punkten sozusagen auf den zweiten Platz. Sergej Kasakov auf Platz 5 mit 13 Punkten, Ola Westlund, Schweden mit 10 Punkten und Franz Schiefer ebenfalls 10 Punkte auf den nächsten Plätzen. Leonhard Oswald mit 8 Punkten jetzt auf dem 9. Platz. Im Moment also nur ein Reserveplatz. Max Niedermeyer noch mit dabei. Mit 9 Punkten. Wir kommen zum Heat 25. Sehen wir hier Franz Schiefer. In Blau John Fredriksson. In Weiß Leonhard Oswald. Und in Gelb Wladimir Berzev. In Front gegangen mit Rot Franz Schiefer, aber er wird natürlich erstmal sofort angegriffen von John Fredriksson, der kontert. Und natürlich sofort auf den ersten Platz vorfährt. John Fredriksson, Franz Schiefer, Leonhard Oswald, Wladimir Berzev. Der Leo Oswald, er muss kämpfen, das fällt sehr dicht zusammen. Jetzt versucht er sich an Franz Schiefer vorbeizukommen, kommen zu weiten Außenlinien. Der Franz blieb sehr, sehr schön innen. Und somit kann er seinen zweiten Platz verteidigen. John Fredriksson, dem fällt schon enteilt. Obwohl Franz Schiefer jetzt noch einmal ganz dicht aufkommt. Aber auf der Geraden hat der John Fredriksson wahrscheinlich den etwas besseren Motor. Oh, und da wiederum ein kleiner Ausrutscher von Franz Schiefer. Aber trotzdem, fast hätte es ihm noch geglückt, John Fredriksson abzufangen. Aber es bleibt bei der Zieldurchfahrt. 3 Punkte, John Fredriksson. 10 Punkte schreibt er nun, 2 Punkte Franz Schiefer, er kommt auf 12, 1 Punkt Leonhard Oswald, 9 Punkte. Und bei Wladimir Berzev bleiben es insgesamt 7 Punkte, da er in diesem Lauf den letzten Platz belegte. Heat Nummer 26, Antonin Kladowski 15 Punkte, Ola Westlund 10 Punkte, Sergej Kasakov 13 Punkte, Anno Laronma 3 Punkte in Heat 26. Der Start ist Erfolg. Er kommt am besten weg. Innen startend mit Rot Kladowski, mit Blau Westlund damit bei und mit Weiß Kasakov auf der dritten Position. Kladowski in Front und Ola Westlund, sehr schön blieb er hier innen, drängt Kasakov nach außen und somit Westlund auf den zweiten Platz vorgefahren. Kladowski, Westlund, Kasakov. Schauen Sie sich das hier an, wie er schön nach innen wieder gezogen ist. Er drückt Kladowski erstmal etwas nach außen und zieht auf den ersten Platz vor. Letzte Runde wird angezeigt. Ola Westlund, Antonin Kladowski, Sergej Kasakov, Hanno Laronma diesmal nur auf dem letzten Platz. Und hier jubelt er. Ola Westlund, 3 Punkte. Sichere 3 Punkte, er hat insgesamt 13 Punkte nun. 2 Punkte Kladowski, er hat 17 Punkte. 1 Punkt Kasakov, er schreibt jetzt 14 Punkte. Und 0 Punkte, es bleiben 3 Punkte bei Hanno Laronma. Heat 27. Der Schräglandkönig Jarmo Hirvasoja in Rot.
Uli Werle in Blau, Max Niedermeyer in Gelb, für Rob Munnekamp startet Franz Mayer-Büchler. Jamo Iwasoja natürlich sofort in Führung gegangen mit Rot. Schauen wir einmal, wie sieht es aus, wer ist auf den zweiten Platz mit Blau, Uli Werle. Nein, auf den dritten Platz Uli Werle. Zweiter ist Max Niedermeyer. Und dritter Franz, und vierter Franz Mayer-Büchler. Souverän, wie er hier seine Runden zieht. Hier haben wir hier Vasaya. Und somit geht es in die letzte Runde für ihn. Und auch diesmal sollte es ein klarer Sieg werden. Fantastisch, wie er hier seine Runden wie an einem Strick gezogen zieht. 3 Punkte für Jamo Iwasoja. Insgesamt 18 Punkte. 2 Punkte Max Niedermeyer. 11 Punkte jetzt insgesamt. 1 Punkt Uli Werle. Er schreibt 6 Punkte. Und Franz Mayer-Büchler 0 Punkte. Es war ja sein erster Lauf am heutigen Tag. Lauf Nummer 28. Stefan Svensson in Rot, 16 Punkte. In Blau Jiří Petrasek mit 4 Punkten. In Weiß Reis Mustafin mit 15 Punkten. Und in Gelb Max Niedermeyer. Jetzt sind wir gespannt, ob es Reis Mustafin schafft, Stefan Svensson Punkte abzunehmen. Aber Stefan Svensson mit Blau, es ist erstmal Jiří Petrasek, der auf dem dritten Platz liegt, auf dem letzten Platz. Mit der Startnummer 11, Michael Neumeier, wird jetzt angegriffen von Reis Mustafin. Stefan Svensson ist im Feld schon enteilt. Klar in Front gegangen. Reis Mustafin fährt jetzt auf den zweiten Platz vor. Stefan Svensson, Reis Mustafin, Michael Neumeier, Jiří Petrasek. Ja, ob der Reis da noch rankommt an Stefan Svensson. Oh, da musste Stefan ganz schön aufpassen. Reis Mustafin, er blieb sehr, sehr weit innen. Konnte Boden gut machen, aber Stefan Svensson konterte noch einmal. Auch hier auf der Geraden. Er bleibt somit Führer in Leaderposition nach Lauf 28 mit insgesamt 19 Punkten. Zweiter Reis Mustafin schreibt 2 Punkte. Dritter Michael Neumeier und letzter Jiří Petrasek. So, Stefan Svensson im Front, 19 Punkte. Jamo Iwasoja, Platz 2, 18 Punkte. Dritter Antonin Klatowski und Reis Mustafin mit 17 Punkten. Vierter Sergej Kasakov mit 14 Punkten. Fünfter Ola Westlund, 13 Punkte. Ne, sechster Ola Westlund. Siebter Franzl Schiefer. Achter Max Niedermeyer. Neunter John Fredriksson. Leonard Oswald jetzt auf einem Platz, der nicht mehr für das Halbfinale reicht. Wladimir Perzev 7 Punkte, Uli Werle 6, Michael Neumeier 5, Jiří Petrasek 4, Hanno Laronma 3, Rob Munnekamp, der ja eben nicht am Start war, 2 Punkte. Lauf 29, Hanno Laronma 3 Punkte in Rot, im Blau Michael Neumeier 5 Punkte. Dann im Weiß John Fredriksson 10 Punkte und in Gelb hier war Iwasoja 18 Punkte. Hier war Iwasoja gleich in Front gegangen. Oh, wer stürzt da? John Fredriksson schon wieder. Ja, er kommt gar nicht mehr aus den Strohballen raus. Hoffentlich ist nichts Schlimmeres passiert, aber wir können die Spannung nehmen. Er ist zwar nicht mehr an den Start gekommen, da seine Knieverletzung doch zu stark jetzt war. Das bedeutet natürlich, dass Ausführer
Michael Neumeier, Entschuldigung, früher John Fredriksson. Wir kommen zum Reh ran. In Front natürlich, wie immer, Jarmo Hirvasoja auf den zweiten Platz. Hannu Laronma, dritter Michael Neumeier, der hier versucht von außen an Hannu Laronma vorbeizukommen. Ah, und da zieht er aber trotzdem Hannu Laronma. Kontert noch einmal. Bleibt auf dem zweiten Platz. Michael Neumeier, dritter. Spannender Kampf hier zwischen diesen beiden Fahrern. Fantastisch, wie Michael Neumeier versucht, immer wieder an Hannu Laronma ranzukommen. Aber der Vorsprung von Michael, der Rückstand von Michael, bleibt immer gleich. Er schafft es einfach nicht, an Hannu Laronma vorbeizukommen. Im Front aber weiterhin hier war Säuer. Und hier probiert er es noch einmal, auf der Geraden. Schafft er es jetzt in der Kurve. Oh, kleiner Fahrfehler von Laronma. Aber er zieht die Maschine noch einmal rum. Und ganz knapp auf den zweiten Platz. Hannu Laronma. Sieger aber wurde Jarmo Hirvasoja. Insgesamt schreibt Jarmo jetzt 21 Punkte. 2 Punkte Hannu Laronma. Er kommt auf 5 Punkte. 1 Punkt Michael Neumeier. Er schreibt 6. Und John Fredriksson, wie gesagt, durch diesen Sturz 0 Punkte. Und jetzt auch komplett aus dem Feld ausgeschieden aufgrund seiner Verletzung. Heat 30. Reis Mustafin. 17 Punkte hat er. Leonard Oswald im Blau 9. Uli Werle 6. Und Sergej Kasakov 14. Startband ist oben. Mit Rot Reis Mustafin in Front. Sergej Kasakov auf den zweiten Platz. Und Leonard Oswald ergreift an. Kommt auf den zweiten Platz, noch sind sie gleich auf in der Kurve. Fantastisch hier, zieht er auf den ersten Platz auch vor. Leonard Oswald, Platz 2, Reis Mustafin, kontert nochmal. Mustafin, Oswald, Kasakov und Uli Werle. So im Moment der Stand im Lauf Nummer 30. Was macht Leonard Oswald? Versucht er nochmal kräftig anzugreifen, aber der Vorsprung von Reis Mustafin, er wird größer. Vielleicht gibt sich Leonard Oswald auch mit diesen zwei Punkten zufrieden, denn es wären wichtige Punkte im Kampf um die Teilnahme in Deventer in Holland. Ja, und das war die Zieldurchfahrt. 3 Punkte für Reis Mustafin. Er bleibt dicht. Hier war Säuer auf dem Felgen. Mit 20 Punkten hat er nun. Leonard Oswald 2 Punkte, insgesamt 11. Uli Werle hat 0 Punkte, es bleiben 6. 1 Punkt Sergej Kasakov. Er schreibt jetzt insgesamt 15 Punkte. Lauf Nummer 31. Werner Weinhardt für Rob Munnekamp am Start. Wladimir Perzev in Blau. In Weiß. Petrasek und in Gelb Platowski. Wladimir Perzev muss kämpfen, aber fällt auf den zweiten Platz zurück. Platowski in Front. Petrasek dritter. Und auf den letzten Platz Werner Weinhardt. Antonin Kladowski immer noch im Front. Zweiter Perzev. Dritter Petrasek. Und letzter Weinhardt. Zieleinfahrt, Heat Nummer 31. 3 Punkte Antonin Kladowski. Insgesamt 20 Punkte. 2 Punkte Wladimir Perzev. Er schreibt 9 Punkte. 1 Punkt Jiří Petrasek. 5 Punkte und ohne Punkt Werner Weinhardt. Tja, wir kommen jetzt zum Heat 32 und das wird wohl einer der schwersten Läufe für Max Niedermeyer, der in Rot startet, muss antreten gegen Stefan Svensson in Blau, Franzl Schiefer in Weiß und Ola Westlund in Gelb.
11 Punkte Niedermeier, 12 Punkte Schiefer, 13 Punkte Westlund, 19 Punkte Svensson. Schauen wir, wie Max wegkommt. Oh, er fällt auf den dritten Platz zurück. Mit der Startnummer 2 Ola Westlund auf dem vierten Platz. Das wird für Max Niedermeier natürlich sehr, sehr schwierig. In Front aber Stefan Svensson vor Franz Schiefer. Max Niedermeier noch auf der dritten Position, aber Ola Westlund greift an und fährt auf den zweiten Platz vor. Und hier auch an Franz Schiefer, kommt er da noch vorbei. Franz Schiefer muss aufpassen. Jo, und Ola Westlund auf den zweiten Platz vorgefahren. Dritter Franz Schiefer, vierter Max Niedermeier. Franz Schiefer, er kommt nochmal auf, versucht Ola Westlund anzugreifen, bleibt jetzt in der Kurve hier sehr schön innen, schauen sich das an. Fantastisch, wie er hier Ola Westlund auf den dritten Platz verdrängt hat. Stefan Svensson, Franz Schiefer, Ola Westlund, Max Niedermeier, weit, weit zurückgefallen. Ohne Punkt hier in diesem Lauf, 32. Sieger somit Stefan Svensson, 22 Punkte hat er, zweiter und insgesamt 14 Punkte Franz Schiefer, dritter Ola Westlund, ebenfalls 14 Punkte. Und ohne Punkt bleibt bei 11 Punkten Max Niedermeier. Stefan Svensson immer noch in Führung vor Jarmo Hirvasoja, Antonin Klatowski, Reis Mustafin, Sergej Kasakov, Ola Westlund, Franz Schiefer, Max Niedermeier noch mit 11 Punkten in Deventer dabei. Aber es wird für den Max sehr, sehr schwer. Er hat noch schwere Läufe vor sich. Schwere zwei Läufe. Leonhard Oswald. Gleich wird die Tafel einmal umgeblättert. Mit 11 Punkten auf Platz 9. Reservefahrer. Er könnte es noch schaffen zwischen Max Niedermeier und Leonhard Oswald, wird wahrscheinlich wohl ein Kampf um den 8. bzw. 9. Platz ausbrechen. Heat Nummer 33, wiederum Werner Weinhardt für John Fredriksson am Start. Rot Reis Mustafin, Weiß Antonin Klatowski und Gelb Maxel Niedermeier. Start ist erfolgt mit Blau, Reis Mustafin im Front. Auf den zweiten Platz mit Weiß, Antonin Klatowski. Max Niedermeier dritter. Oh, fast Sturz von Klatowski hier. Max Niedermeier dritter. Und Werner Weinhardt nur auf dem vierten Platz. Mit Ausrufungszeichen nur. Es wäre schlecht, wenn er jetzt noch Max Niedermeier auch einen Punkt abnehmen würde. Denn Max Niedermeier, er braucht einen Punkt. Rot, Reis Mustafin hier, ganz klar in Führung. Antonin Klatowski immer noch zweiter, Max Niedermeier dritter. John Fredericks, Werner Weinhardt auf den letzten Platz. So ist auch die Zieleinfahrt im Lauf 33. Reis Mustafin schreibt sichere 3 Punkte, 23 Punkte insgesamt. Antonin Klatowski 2 Punkte. Er kommt auf 22. Ein Punkt Max Niedermeier. Er schreibt somit 12 Punkte. Und 0 Punkte Werner Weinhardt. Lauf 34. Sergej Kasakov, Franz Schiefer, Jarmo Hirvasoja, Jiří Petrasek. Schauen Sie hier mit Weiß, Jarmo Hirvasoja, wie er gleich wieder außen auf den ersten Platz vorfährt. Aber Sergej Kasakov jetzt knochenhart dran, Rad an Rad ging es in die Kurve. Jarmo Hirvasoja nimmt natürlich ganz weit außen den Weg, aber Kasakov bleibt innen, bleibt auf der ersten Position. Aber jetzt greift nochmal Hirvasoja an. Hirvasoja außen versucht es wieder und geht auf den ersten Platz vor. Nein, Kasakov kann noch einmal kontern. Kasakov und Hirvasoja, fantastisch hier dieser Kampf.
Was macht hier, was soll er? Jetzt zieht er außen wieder ran vorbei. Fantastisch. Super, kann man da nur sagen. Somit, hier war euer erster, Kasakov zweiter, Franzl Schiefer auf den, jawohl, dritten Platz und auf den letzten Platz, Jiří Petrasek. Sicherer Sieger wieder hier. Wir haben hier was euer. Der jetzt insgesamt 24 Punkte schreibt. 2 Punkte Kasakov mit 17. 1 Punkt Franz Schiefer, 15. Ein wichtiger Punkt. Da leider ist die Zeitlupe nicht optimal. Das bitten wir zu entschuldigen. Man kann ganz genau sehen, wie hier war Soja und Kasakov um die Führungsposition kämpfen. Sergej Kasakov bleibt sehr schön innen. Und Jamo hier war Soja, versucht natürlich von außen etwas mehr Druck zu machen. Schafft es aber nicht in dieser Kurve an Kasakov vorbeizukommen. Trotzdem fantastisch, wie gekämpft wurde. Heat Nummer 35. Michel Neumeier, Franz Meyer Büchler, Ola Westlund, Leonard Oswald. Jetzt heißt es für Leonard Oswald, Punkte zu schreiben. Er kommt auch sehr gut aus den Bändern mit Gelb. Ist in Führung gegangen. Michel Neumeier, er blockt erstmal nochmal Ola Westlund ab. Das wäre sehr, sehr wichtig, wenn Leonard Oswald diese 3 Punkte schreibt. Leonard Oswald jetzt auf den 2. Platz, Ola Westlund. Michel Neumeier und letzter Franz Meyer. Und der Ola Westlund, er kommt schon wieder sehr stark auf. Noch ist Leonard Oswald in Front. Ola Westlund noch zweiter. Bleibt aber sehr schön innen. Aber auch Leonard Oswald weiß natürlich, dass er innen fahren muss. Denn der Ola Westlund ist nicht so ein Spezialist im Außenfahren. Oh, da lässt sich Leonard Oswald etwas zu weit nach außen treiben. Da kommt sogar jetzt noch der Michel Neumeier auf. Aber Ola Westlund, er versucht es immer wieder. Schauen Sie sich das an. Ganz dicht sind sie zusammen hier. Leonard Oswald, es geht, jetzt ist es schon die letzte Runde und der Michel Neumeier kommt auch nochmal auf und da ist es im Endeffekt doch noch der Leonard Oswald, der nur Zweiter wurde. Ola Westlund schaffte es doch noch auf Platz 1 vorzufahren, fantastisch in der letzten Runde und da freut er sich und er weiß jetzt, er hat es geschafft fürs Halbfinale sich zu qualifizieren. Leonard Oswald, 2 Punkte, er hat jetzt insgesamt 13. 1 Punkt Michel Neumeier, 7 Punkte. Ja, und hier auch nochmal die Zeitlupe. Und da sehen wir es dann, dass es der Ola Westlund im letzten Moment noch geschafft hat, auf den ersten Platz vorzufahren. Ganz, ganz knapp war es, aber er hat es geschafft. Um Haaresbreite, schauen Sie sich das an. Es waren nur Millimeter. Heat Nummer 36. Wladimir Perzev in Rot, Hannu Laronma in Blau, Stefan Svensson in Weiß, Uli Werle in Gelb. Stefan Svensson schon gleich wieder in Führung gegangen. Ist klar, er ist der beste Mann hier aus diesem Fahrerfeld und somit hat er sich dann auch gleich für die, man kann es jetzt noch sagen, sicher qualifiziert für das Halbfinale in Deventer. Mit Weiß, Stefan Svensson. Hannu Laronma auf den 2. Platz. Auf den 3. Platz Wladimir Perzev. Und auf dem 4. Platz nur Uli Werle. Riesen Vorsprung hier für Stefan Svensson. Oh, und mit Blau Hannu Laronma. Show-Einlage macht er hier noch. Nicht weiter auf den 2. Platz. Das wären jetzt schon insgesamt 7 Punkte am heutigen Tag. Fantastisch, wie er gefahren ist. Wenn man bedenkt, am gestrigen Tag nicht einen einzigen Punkt zustande gekriegt. Zielanlauf aber Heat 36. 3 Punkte Stefan Svensson, 2 Punkte Hannu Laronma, 1 Punkt Wladimir Perzev, 0 Punkte Ulrich Werle.
die Übersicht. Stefan Svensson, Jamo Hirvasoja auf Platz 1 und 2 und im Heat 37 treffen diese beiden Fahrer dann aufeinander. Dort wird sich entscheiden, ob Stefan Svensson Tagessieger wird oder Jamo Hirvasoja noch ausgleichen kann. Max Niedermayer jetzt 9. mit 12 Punkten und Leonard Oswald hat sich auf den 8. Platz vorgeschoben. John Fredriksson, wie gesagt, ja nicht mehr am Start. Und nun kommen wir zum alles entscheidenden Lauf 37. Um den Tagessieg wird es gehen. Rot Leonard Oswald, blau Antonin Kladowski, weiß Hirvasoja, gelb Stefan Svensson. Er kommt am besten weg. Es ist erstmal Stefan Svensson. Hirvasoja muss aufpassen, fällt auf den 3. Platz zurück. Kladowski auf den 2. Platz, aber Hirvasoja mit weiß. Er kommt dort nochmal, bleibt auf den 2. Platz. Nein, Kladowski drängt erstmal nach außen und da muss Hirvasoja etwas Gas wegnehmen. Oh, fantastisch hier dieser Lauf. Jetzt muss Kladowski, Stefan Svensson aufpassen, dass er nicht noch von Kladowski angegriffen wird. Stefan Svensson. Oh, Hirvasoja fantastisch hier. Sagenhaft, wie er auf den 2. Platz vorgefahren ist. Stefan Svensson in Front. Hirvasoja jetzt 2. 3. Antonin Kladowski und weit, weit abgefallen. Leonard Oswald. Und schauen Sie sich das an. Der Jamo, er kämpft. Er kämpft unwahrscheinlich. Er möchte den Tagessieg vielleicht erreichen. Und hier drängt der Stefan Svensson auf den 2. Platz zurück. Sagenhaft. Vom 3. auf den 1. Platz vorgefahren. Sicherer Sieg dann im Endeffekt doch noch für Jamo Hirvasoja. Drei wichtige Punkte und somit schreiben Jamo Hirvasoja und Stefan Svensson je 27 Punkte. Und hier dreht sich Jamo um, schaut nach Stefan Svensson, will sich bedanken für diesen fantastischen Lauf. Und wir kommen zum Lauf 38. Max Niedermayer, Wladimir Perzev, Sergei Kasakov, Michel Neumeier. Dieses, liebe Highspeedway-Fans, ist der Hammer des Tages, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Mit Gelb auf der letzten Position Michel Neumeier. Max Niedermayer in Front. Oh, einen kleinen Fahrfehler. Und schauen Sie sich das an, das Fahrerfeld. Komplett hautnah zusammen. Max Niedermayer Platz 1. Platz 2, Sergei Kasakov. 3. Perzev. 4. Neumeier. Und jetzt wird er in der Mitte genommen. Kasakov geht auf den 1. Platz vor. Max Niedermayer bleibt innen, versucht innen zu bleiben, schießt wiederum auf den 1. Platz vor. Max Niedermayer, Sergei Kasakov, Perzev, Michel Neumeier. Sagenhaft dieser Lauf. Schauen Sie sich das einmal ganz genau an. Perzev kommt jetzt von innen, nehmen Max Niedermayer in die Zange. Was macht er jetzt, der Max? Jetzt müsste er eigentlich auf den letzten Platz zurückfallen. Zieht aber wunderbar nach innen und drängt hier wieder. Und Perzev zieht erstmal wieder nach innen. Aber Max Niedermayer kontert, geht wieder auf den 1. Platz vor. Max Niedermayer, Perzev, Kasakov, Neumeier. Jetzt kommt Neumeier nochmal von außen, greift Kasakov an. Perzev, alle drei Fahrer, alle vier Fahrer, knochenhart, dicht aufeinander. Max Niedermayer, Michel Neumeier immer noch 2. Kasakov jetzt 4. nur. Letzte Runde ist es jetzt. Alle Fahrer dicht bei dicht. Und Max Niedermayer, wir haben es gar nicht gemerkt, dass es schon die Zieldurchfahrt war. Max Niedermayer gewann diesen super fantastischen Heat, muss man sagen. Ich glaube, gäbe es eine Wahl, Heat des Jahres, wäre dieser wohl beim Ice Speedway angesagt. 3 Punkte Max Niedermayer, 2 Punkte Perzev, 1 Punkt Neumeier und nur auf den letzten Platz Sergei Kasakov. Lauf Nummer 39. Franz Mayer-Büchler, Reis Mustafin, Franz Schiefer, Hanno Laronna. 1 Punkt und Franz Schiefer wäre in der nächsten Runde. Mit Weiß ist er in Führung gegangen, Reis Mustafin greift aber gleich an. Reis Mustafin, Franz Schiefer, Hanno Laronna und letzter Franz Mayer-Büchler. Kommt auch nochmal auf, aber Franz Schiefer, er weiß natürlich ganz genau,
auch ein Punkt würde ihn noch reichen. Der wäre als insgesamt Siebtplatzierter qualifiziert für die Winter. Aber da hatten beide einen leichten Fahrfehler, obwohl Hanno Laronma noch ein wenig aufkommt. Reis Mustafin ist weg. Er bleibt in Führung. Und oh, da hatte Hanno Laronma nochmal alles versucht, aber Condot, Van Schiefer noch einmal. Und Franz Schiefer schafft es dann, auf den zweiten Platz zu bleiben. 3 Punkte reißt Mustafin, insgesamt 26. Er schließt auf den dritten Platz ab. 2 Punkte Franz Schiefer, insgesamt 17 Punkte auf Platz 7. Und 1 Punkt für Hanno Laronma. 8 Punkte hat er am heutigen Tag gefahren, schließt somit aber nur auf einen 12. Platz ab. Tja, 8 Punkte, wenn er die gestern gefahren hätte, er wäre sicher im Halbfinale gewesen. Lauf 40. Jiří Petrasek in Rot, Uli Berle in Blau, Ola Westlund und Werner Weinhardt in Gelb. Ja, da war Uli Berle kurzfristig in Front, aber Ola Westlund ist in Führung gegangen. Vor Uli Berle und Jiří Petrasek. Jiří Petrasek. Jiří Petrasek liegt in Führung. Ja, das hatten wir jetzt gar nicht ganz genau gesehen. Und au, oh, da ist es aber vorbei. Das war die Führung. Das war der Sturz. Und dann war es vorbei für ihn. Und der Rehran. Mit Blau Uli Werle, mit Weiß Westlund und mit Gelb John Fredriksson. John Fredriksson, 2. Platz. John Fredriksson, Werner Weinhardt. Uli Werle in Front. Ola Westlund 2. Werner Weinhardt, 3. Ja, und da kommt Ola Westlund wieder an Uli Werle vorbei. Ola Westlund ja auch schon sicher im Halbfinale. Ola Westlund, Uli Werle. Und Werner Weinhardt. Angezeigt. Und Zieleinlauf. 3 Punkte für Ola Westlund. 20 Punkte hat er insgesamt. Schließt auf dem 5. Platz ab. 2 Punkte Uli Werle. Mit insgesamt 8 Punkten wird er 14. Jiří Petrasek. Bleiben 5 Punkte bei ihm auf dem 15. Platz. Ja, und dann kommen wir, wie gesagt, im Lauf 37 nahm ja hier was euer Svensson 1 Punkt ab. Beide sind punktgleich mit 27 Punkten. Und somit muss es ein Stechen geben zwischen diesen beiden Fahrern. Stefan Svensson, Jarmo Hirvasoja. Rechts Svensson, Gelb Hirvasoja. Stefan Svensson in Front, Jarmo Hirvasoja auf den 2. Platz. Jetzt sind wir gespannt, ob Hirvasoja im Vorsprung von... Oh, da hat Stefan Svensson einen Fahrfehler und das nutzte Jarmo Hirvasoja sofort aus auf Platz 1. Wir alle wissen natürlich, dass es schwierig ist, Jarmo Hirvasoja vom 1. Platz zu verdrängen. Die beiden Fahrer haben sich für die Winter qualifiziert und in der Winter, ich kann es jetzt schon sagen, wird es ein Bombenfeld sein. Diese 8 Fahrer, dann noch mit dabei, Litschenko aus der UdSSR, Sirenius aus Schweden. Es ist wirklich fantastisch, was da noch alles zukam. So, Sieger und somit dann auch Gesamtsieger war dann Jarmo Hirvasoja.
Ja, ich sage Ihnen dann noch einmal, welche Fahrer dann noch mit dabei sind. Lischenko, Sergej Ivanov, Per-Olaf Sirenius, Sven-Erik Björklund, Eddy Normark, Mikhail Dublev, Oleg Komich. Diese Fahrer sind auch mit dabei. Und Jaromír Vassoja zeigt noch einmal, wie Wheelies gefahren werden. Und jetzt zieht er die Maschine noch einmal hoch. Fantastisch. Und wir freuen uns schon auf deinen Halbfinallauf in Deventer. Wie gesagt, ein wirklich super Fahrerfeld dort am Start. Das zweite Halbfinale wird ja in Prinzell ausgetragen. Siegerehrung, Platz 1 mit insgesamt 27 Punkten. Jaromír Vassoja, Finnland. Fantastisch, nur im allerersten Lauf am Samstagabend, wo er ja als Sturzverursacher disqualifiziert wurde, gab er 3 Punkte ab. Ansonsten alle anderen Läufe klar gewonnen. Gratulation, Jaromír Vassoja auf den zweiten Platz. Mit ebenfalls 27 Punkten musste sich im Stechen geschlagen geben. Stefan Svensson, der jetzt aufs Treppchen steigt. Wie gesagt, auch 27 Punkte. Und auf den dritten Platz mit der Startnummer 13. Aus der Sowjetunion. Reis Mustafin mit insgesamt 26 Punkten. Gratulation und wir freuen uns schon auf Deventer am 18. und 19. Februar wird dieses Rennen hier ausgetragen. Qualifiziert für Deventer Jaromír Vassoja mit 27 Punkten und Stefan Svensson mit 27 Punkten. Reis Mustafin 26, Antonin Klatowski 23, Ola Westlund 20 Punkte, Sergej Kasakov 17 Punkte. Und mit dabei natürlich auch Maxel Niedermayer, dann Leonard Oswald nur Reservefahrer, Wladimir Perzev ausgeschieden, John Fredriksson ausgeschieden, Hanno Laronma, Michael Neumeier, Uli Werle, Jiří Petrasek und Rob Munnekamp. Diese Fahrer sind alle ausgeschieden. Und wir, das Team HJK Speedway Video, verabschiedet sich hier aus dem Kunstallstadion Wilmersdorf. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns wiedersehen beim Eisspeedway Halbfinale am 18. und 19. Februar im Kunstallstadion Deventer. Auf Wiedersehen, HJK Video.